jetzt haben wir einen ehrenamtlichen Helfer hier, einen ehrenamtlichen Helden sozusagen, oder? Oh, nein, Helden nicht. Dann sind wir alle Helden. Nee, nee. Aber erstmal zu dir, der Peter, der macht das schon seit wie vielen Jahren? 15 Jahre, glaube ich. Wie ist der Weg entstanden? Wie kamst du zu dem Team dazu? Irgendwie ist man auf einmal dabei. Keine Ahnung, man kommt nicht drum rum. Was sind deine Tätigkeiten? Im Moment hier beim Aufbau sind unsere Tätigkeiten, wir machen alles, ja, weil alles gemacht werden muss. Und wenn das Fantastival läuft, dann bin ich bei der Sicherheit und dann machen wir eben Backstage die Betreuung der Künstler und so weiter, wenn irgendwelche Probleme entstehen, dass wir das ordnen und so weiter. Was macht dir besonders viel Spaß? Alles. Ja. Auch die Freude, sehr gut. Ja, genau. Kann man das eigentlich manchmal glauben, dass so Weltstars wie jetzt in dem Jahr Tom Jones oder Joss Stone dabei sind in so einer Stadt wie, in so einer, in Anführungsstrichen, kleineren Stadt wie Dienstlaken? Ja, also ist verrückt, dass man sich jetzt schon fast dran gewöhnt hat. Also es wirklich war in den ganzen Jahren, wir haben so viele gute Leute hier gehabt, ja, und die alle so ganz begeistert sind und man hört die hinterher in Interviews, wie die hier drüber reden. Wenn Wolfgang Niedeken sagt, er hat schon in so vielen Locations oder so viele Auftritte gehabt, die 10 schönsten, da würde Burchtheater dazugehören. Dann sind wir geadelt, ist doch super schön. Ja? Peter, also auf was freust du dich am meisten? Die letzte Frage an dich. Da freue ich mich eigentlich mal auf die Joss Stone, freue ich mich am meisten. Große Ehre auch für mich, heute die Chefin des Ganzen zu interviewen. Hallo Lea. Hi Tim. Wie hast du das geschafft, dass du Tom Jones hier nach Dienstlaken bekommen hast? Ja, das sind ja immer generell mehrere Faktoren, die dazu führen, Künstler hier nach Dienstlaken zu kriegen. Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit verschiedensten und unterschiedlichen Bookern zusammen. Und der hatte jetzt gerade Tom Jones mit dabei und das hat dann irgendwie hingehauen. Also das sind wirklich, wirklich viele Sachen, die da reinspielen. Der Zeitpunkt muss passen. Es muss passen, dass der nicht zur gleichen Zeit also in der Nähe hier auftritt. Der hat ja nur 2 Auftritte in Deutschland, ne? Muss man dazu sagen. Das ist korrekt, ja. Also eins von 2 Deutschlandkonzerten ist in Dienstlaken. Das ist natürlich cool. Der ist jetzt gerade war in Paris, in Budapest und dann sind da immer die schönen Metropolenbilder und dann denke ich mir, ja. Und bald bei uns. Nein, das ist ja schon irgendwie schön. Das macht ja, können uns alle ja irgendwie als Dienstlakner stolz machen. Ja, wir haben Tom Jones dabei, Joss Stone, Die Prinzen, Sascha, dann Angelo Kelly von der Kelly Family, die Sommernacht des Musicals natürlich immer, Niedeckens Bab, Herbert Knebels Affentheater, Jochen Malmsheimer, was haben wir noch? Wladimir Kamina mit der Lesung, dann die Sommernacht der Klassik und das sollte es sein, genau. Ja, da kann ich ja nur applaudieren, sehr gut und flüssig aufgesagt. Also wie viel sind das jetzt insgesamt, die da mitwirken? Ja, wir haben echt tatsächlich so um die 80 Leute, die hier dabei sind. Natürlich jetzt gerade nicht alle hier, aber das verteilt sich natürlich dann auch so ein bisschen übers Jahr hinweg. Wir haben zum Beispiel 6 Leute im Aufsichtsrat, die dann übers Jahr hinweg mit uns auch die finanziellen Entscheidungen treffen. Das gehört ja auch als große Sache mit dazu, ne? Sich zu trauen, Tom Jones nach Dienstlaken zu holen. Das ist ja auch, ja, da steckt viel hinter, wenn man sich da vertut, so irgendwie 200, 300 Tickets weniger verkauft, als man vielleicht gedacht hat, ja, dann kann man so einen Schuppen schon mal schnell an die Wand fahren. Und das ist genauso wichtig wie die Muskelkraft dann hier vor Ort, dass dann alle da hinterstehen und sagen, okay, wenn es vielleicht mal nicht ganz klappt, dann springt der eine ein, der ein und dafür haben wir auch ein tolles Sponsorennetzwerk. Da kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, ist ja auch mal ganz wichtig, dass man zufrieden ist, auch solche Sponsoren dann im Hintergrund zu haben, ne? Ja, das ist wirklich der Hammer, ne? Also man merkt, Dienstlaken zieht da irgendwie in einem Strang und das ist einfach natürlich total schön zu sehen, dass so viele Dienstlakener Firmen hier zum einen mit finanziellen Mitteln drin stecken, aber halt auch mit ganz vielen Sachleistungen. Jeder Sponsor versucht halt einfach das beizusteuern, was er kann und ja, das ist schön und das macht, glaube ich, das Fantastival auch aus, dieses Netzwerk und dass jeder Bock drauf hat und dass man sagt, so wir haben sowas als Bürger für Bürger in der Stadt geschaffen und wir ziehen an einem Strang und machen das für alle möglich. Ne? Worauf freust du dich am meisten? Auf welchen Künstler oder auf welche Künstlerin? Ich freue mich persönlich sehr auf Joss Stone, da habe ich richtig Bock drauf, aber letztlich tatsächlich auf jeden Abend, ne? Und dann auf das Ganze, auf die ganze Truppe hier, wenn wieder alle zusammenkommen. Und dieser Mann ist verantwortlich für den Aufbau, das heißt wirklich ja. So, hallo Erik? Ja, hallo. Das heißt Aufbau, wir bauen also unsere ganzen Zelte auf, für diesen Aufbau sind wir jetzt nicht zuständig, das macht der Heinz Schäfer, der Bühnentechniker, aber unsere Festivalzelte, unser Helferzelt, das bauen wir auf. Und auch hier die
ganzen Werbebanner, die ganze Werbung, das machen wir alles. Wie lange dauert so ein Aufbau in der Regel? Ja, jetzt sind wir ein bisschen in Zeitnot, weil noch gestern hier noch eine Veranstaltung war. Wir haben jetzt so 2,5 Tage Zeit, wir sind aber gut in der Zeit, das schaffen wir prima. Was ist für dich das Besondere am Fantastival? Ja, für mich ist das Besondere am Fantastival, dass ich eigentlich schon 18, 19 Jahre dabei bin. Das hat jetzt 20 Jahre fast Bestand gehabt. Ja, jetzt seitdem bin ich dabei und habe mich jetzt so langsam hier zum Lager, zum Aufbaukommandanten hochgearbeitet. Organisiere den Aufbau, die Teile vorher zusammenzustellen und so.